Ich habe heute eine ganz kurze Frage und zwar von Jörg. Jörg hat Folgendes gefragt: Wie viel Mal kann ich eine Arbeit ablehnen? Ich nehme an, Jörg meint damit, wie oft kannst du eine Arbeit ablehnen, ohne deswegen Vollsanktionen zu bekommen, beziehungsweise als Vollverweigerer abgestempelt zu werden? Schauen wir mal, was in dem Gesetzestext unseres geliebten SGB II steht, und zwar in Paragraph 31a Absatz 7 Rechtsfolgen bei Pflichtverletzung. Hier steht: Abweichend von Absatz 4 Satz 1 entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfs, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte, deren Bürgergeld wegen einer Pflichtverletzung nach Paragraph 31 bla 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 innerhalb des letzten Jahres gemindert war, eine zumutbare Arbeit nicht aufnehmen. Die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und unmittelbar bestehen und willentlich verweigert werden. Was das bedeutet mit der Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und unmittelbar bestehen, darüber hatten wir in einem anderen Video schon gesprochen, das verlinke ich euch hier. In Theorie reicht es aber hier gemäß Paragraph 31a Absatz 7 aus, einmal eine Arbeit abzulehnen, um Vollsanktionen zu bekommen, wenn du innerhalb der letzten 12 Monate schon mal Sanktionen wegen einer Pflichtverletzung gemäß Paragraph 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Absatz 2 Nummer 3 oder Absatz 2 Nummer 3 bekommen hast. Schauen wir mal, was das eigentlich bedeutet. Pflichtverletzungen nach Paragraph 31 Absatz 1 Satz 2 heißt, du hast dich geweigert, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder ein nach Paragraph 16e gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch dein Verhalten verhindert. Pflichtverletzung nach Paragraph 31 Absatz 2 Nummer 3 heißt, dein Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder ist erloschen, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des dritten Buches festgestellt hat. Und Paragraph 31, Pflichtverletzung gemäß Paragraph 31 Absatz 2 Nummer 4 heißt, du hast die im dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder Löschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. Im Klartext bedeutet das, wenn du innerhalb der letzten 12 Monate schon mal sanktioniert wurdest, weil du bereits eine zumutbare Arbeit abgelehnt oder eine Ausbildung oder ein nach Paragraph 16e gefördertes Arbeitsverhältnis abgelehnt hast, oder weil du eine Arbeitslosengeld-Sperrzeit verursacht hast, wenn du zum Beispiel ohne wichtigen Grund deinen Job gekündigt hast, würde ich sagen, dann kannst du Vollsanktionen bekommen, wenn du eine zumutbare Arbeit verweigerst. Dann bist du einer dieser verruchten VollverweigerInnen. Wenn du in den letzten 12 Monaten aber für keinerlei dieser Pflichtverletzungen sanktioniert wurdest und dann eine zumutbare Arbeit verweigerst, dann wirst du, wenn ich das alles richtig verstehe, ganz normal gemäß Paragraph 31a Absatz 1 bestraft bzw. motiviert. Das heißt, du bekommst dann je nach Sanktionsstufe 10, 20 oder 30% Kürzung des Regelsatzes für 1, 2 oder 3 Monate jeweils. Bis hier eigentlich alles halbwegs klar, oder? Falls nicht, schreibt eure Fragen in die Kommentare oder wenn ihr mich irgendwo verbessern könnt. Es gibt dann aber auch noch eine Besonderheit, denn ein Entzug des Regelbedarfs nach Paragraph 31a Absatz 7, also eine Vollsanktion innerhalb der letzten 12 Monate, stellt keine solche vorherige Pflichtverletzung dar. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, hier, diese Besonderheit, bedeutet das, würde das bedeuten, angenommen, du hast im Januar 10% Sanktionen bekommen für einen Monat, gemäß Paragraph 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, weil du eine zumutbare Arbeit verweigert hast. Wenn du danach, ein paar Monate später, nochmal eine Arbeit verweigern würdest, würdest du für dieses zweite Mal Arbeit verweigern, Vollsanktionen bekommen, gemäß Paragraph 31a Absatz 7, sagen wir mal hier für Mai und Juni. Die ersten, diese 10% waren im Januar und jetzt hier Vollsanktionen hättest du im Mai und Juni bekommen.
Und sagen wir dann im nächsten Jahr, im März, würdest du wieder ein Arbeitsangebot verweigern? Und dann wärst du, wenn ich das richtig verstehe, obwohl das jetzt dann das dritte Mal in Folge wäre, dass du eine Arbeit verweigerst, dann wärst du, wenn ich das richtig verstanden habe, wegen dieser Besonderheit kein Vollverweigerer mehr, solange du dir nichts anderes zu Lasten kommen lassen hast. Denn wir haben ja gerade hier gelesen, einen Zug des Regelbedarfs nach Paragraph 31a Absatz 7, also eine Vollsanktion innerhalb der letzten 12 Monate, stellt keine solche vorherige Pflichtverletzung dar. Das heißt, dann würdest du wieder mit 10% für einen Monat geleistungsmindert werden. Würdet ihr das auch so sehen? Also ich glaube es ist so, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Falls ich es falsch interpretiere, hier SGB 2, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann noch ein Hinweis: Sich gegen Vollsanktionen wehren lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, in vielen Fällen, wenn nicht sogar den meisten, dann kann man die abwenden oder auf jeden Fall kürzen. Dazu machen wir aber bald auch nochmal ein Video. Wenn irgendjemand von euch schon mal Vollsanktionen bekommen hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr damit umgegangen seid, ob ihr das vielleicht abwenden konntet. Und wenn ihr Tipps habt, dann teilt die auf jeden Fall. Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.